Der Kaffee ist fertig. Diese Melodie geht mir jeden Morgen durch den Kopf, wenn ich diesen ersten Schluck Kaffee nehme. Ach, heute ist ein schöner Tag. Warum? Ich nehme meine 200. Podcast-Folge auf. Vom Gut reden kann jeder Podcast. Zweitens, es gibt Geschenke, 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 Geschenke. Und nicht so eine halbherzigen, so nach dem Motto, ach, Sie bekommen so ein bisschen Rabatt von irgendetwas. Nein, Sie bekommen von mir heute etwas geschenkt. Und zwar mein neues Buch. Natürlich nicht jeder, ist klar. Ich habe es ja auch geschrieben, also nicht nur, um irgendwie die Kommunikation in der Welt zu erleichtern, oder zumindest in Deutschland, sondern auch, um vielleicht ein bisschen Geld damit zu verdienen. Doch ich brauche, um es noch bekannter zu machen, damit die Leute draußen merken, dass es dieses neue Buch gibt, brauche ich Rezensionen bei Amazon oder sonst wie wo. Am besten so viel wie möglich. Und deswegen verschenke ich 10 meiner Bücher an Leute, die sagen, jo, erstens, ich habe gerade Zeit zum Lesen. Jo, zweitens, ich habe Lust, eine ehrliche Rezension zu schreiben. Jo, drittens, gibt's gar nicht. Also, haben Sie Zeit, gerade das Buch zu lesen von Wie sage ich eigentlich 30 Tipps für schwierige Gespräche? Und haben Sie Lust, eine ehrliche Rezension zu schreiben? Dann melden Sie sich bei mir und Sie bekommen 1 der 10 Bücher zugeschickt. Was mir wichtig ist, ich möchte ehrliche Rezensionen haben. Also wenn ich manchmal online so Bücher sehe, wo 500 Bewertungen alle 5 Sterne gegeben haben, dann werde ich so ein bisschen skeptisch und denke so, also entweder ist das der Hammer, 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 Hammer Buch oder aber das war irgendeine Marketingaktion. Ich möchte ehrliche Rezensionen. Also wenn Sie sich das Buch durchlesen und tatsächlich denken, das ist gerade mal 2 Punkte wert, dann ist es 2 Punkte wert. Und dann geben Sie 2 Punkte und begründen in der Rezension, warum es 2 Punkte wert ist. Das ist alles in Ordnung. Ich möchte 10 ehrliche Rezensionen haben. Wenn Sie sagen, das ist nur 4 Punkte wert, dann geben Sie mir halt nur 4 Punkte. Okay, so wie es sich logischerweise für Sie anfühlt. Es ist jetzt keine Bestechung. Sie bekommen das nur, wenn Sie eine 5-Sterne-Rezension machen. Nein. Sie bekommen das, wenn Sie Zeit haben und Lust haben, eine Rezension zu schreiben. Melden Sie sich einfach an podcast@ichrede.de, vielleicht mit so einem kleinen 1-2 Motivationssätzen. Warum sind Sie die richtige Person, um mein neues Buch zu lesen? Und für all diejenigen, die sagen, ach nö, lesen ja, schreiben nein, mein Buch gibt es überall im Buchhandel, unterstützen Sie den kleinen Buchhändler um die Ecke, kaufen Sie es dort oder bestellen Sie es dort oder kaufen Sie es im Internet, wie auch immer. Also ich bestelle tatsächlich bei meinem kleinen Buchhändler um die Ecke. Allerdings informiere ich mich vorher bei Amazon, weil ich dann so gucke, na, wie sind denn da so die Bewertungen? Also klar, auch ich lasse mich davon beeinflussen und ich informiere mich dort eben auch. Und ich lese mir eben auch die kritischen Bewertungen durch und gucke eben so, ist jetzt einfach nur hingerotzt, doof alles, die ganze Welt ist doof? Oder ist es wirklich eine kritische Rezension zu diesem Buch, wo ich noch was mitnehmen kann? Die finde ich am spannendsten. Ich weiß nicht, wie Sie das machen. Aber dann kaufe ich trotzdem in meinem kleinen Buchladen. Und daher ist es eben für mich auch, für jeden Schriftsteller, der ein Buch rausgebracht hat, entscheidend, dass bei Amazon einige Rezensionen sind. Und wie gesagt, ehrliche Rezensionen. Und ja, dadurch, dass die 200. Podcast-Folge jetzt hier damit veröffentlicht wird, habe ich gedacht, das ist doch mal ein perfekter Zeitpunkt. Dann machen wir das mal. Vielleicht fragen Sie sich noch, worum geht es denn in diesem Buch? Garcia, sag doch mal. Es geht darum, dass ich Tipps geben möchte für Gespräche, die schwierig sind und die wir normalerweise nicht führen würden. Wo wir sagen, ach Gott, das kann ich dir doch nicht sagen, dann redet die nie wieder mit mir. Oder, oh Gott, also mit dem, ich kann dir nicht auf den Fehler hinweisen, denn dann ist das hier vorbei, dann arbeiten wir nie wieder gut miteinander. Also Sie können zum Beispiel danach eine Kollegin ansprechen und sagen, ich arbeite wahnsinnig gern mit dir, doch ich möchte mir deinen privaten Smalltalk nicht jeden Tag 5 Stunden anhören. Wie Sie das dann sagen können, verrate ich in dem Buch. Oder Sie können jemanden darauf hinweisen, dass er aus dem Mund riecht. Oder aber Sie können vielleicht den Eltern sagen, dass sie Weihnachten nicht mit ihnen feiern werden. Und. Also ganz, ganz viele Situationen, die eine Beziehung verändern eventuell, wo Sie um Hilfe bitten oder wo Sie dem anderen sagen, ich glaube, du brauchst Hilfe, wo Sie etwas für sich einfordern. Und da sind 30 Tipps eben drin, damit wir im besten Fall hinterher keine verbrannte Beziehung hinterlassen.
Also keine verbrannten Gefühle hinterlassen. Also die Tipps zielen darauf, wäre schön, wenn hinterher noch miteinander geredet werden könnte im Privaten oder eben noch miteinander entspannt gearbeitet werden könnte im Beruflichen. Das ist so das Ziel und da gibt es dann die 30 Tipps. Und wirklich mit unangenehmen Situationen wie ich helfe dir nicht beim Umzug mit oder bei einer Affäre ist die Frau schwanger geworden und sagt, ich will das Kind behalten. So, wie sage ich das jetzt demjenigen, der nur eine Affäre haben wollte? Und, und. Also diese ganzen Beispiele sind dort drin. Und das ist dann auch so aufgebaut, dass nicht nur die Tipps drin sind, es ist auch in so Erklärboxen nochmal Hintergrundwissen, nochmal die, die halt das gerne fundiert haben wollen. Und ich habe auch ganz viele Sätze reingeschrieben. Ich habe in meinen früheren Büchern gemerkt, dass manchmal die Leute noch so eine Übersetzung brauchen. Wie sage ich das jetzt wirklich? Also welcher Satz? Und dann denke ich immer so, oder habe früher gedacht, naja, die wollen ja keinen Satz vorgekaut bekommen, die wollen doch ihre eigene Wortwahl finden. Und dann habe ich gemerkt, nee, doch, die möchten gern erst einmal einen Tipp haben, wie könnte so ein Satz aussehen? Und am besten noch mehrere Sätze. Und dann können sie sich ihren eigenen Satz daraus stricken. Und deswegen habe ich diesmal tatsächlich zum ersten Mal so ganz viele Sätze reingeschrieben, um zu beschreiben, so könnten Sie es sagen, so könnten Sie es ansprechen, diesen Satz könnten Sie sagen, so könnten Sie es sagen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt kein konkreter Gesprächsablauf, aber immer wieder Ideen reingegeben, so könnte ein guter, günstig formulierter Satz aussehen, um im besten Fall eben ja, die Harmonie zu erhalten, das ist ja das, was wir uns wünschen. Wir möchten ganz gerne jemanden darauf hinweisen, dass irgendwas nicht so toll ist, aber gleichzeitig wollen wir uns ja von allen geliebt fühlen. Also zumindest geht das vielen so, die ich in Trainings habe. Und dieses Buch kann Ihnen dabei helfen. Also fühlen Sie sich angesprochen und sagen Sie, yay, ich will das haben. Dann schreiben Sie mir an podcast@ichrede.de. Ich freue mich wahnsinnig auf Ihre Bewerbung. Wichtig ist, wie gesagt, dass Sie Zeit zum Lesen haben und dass Sie Lust haben, eine Rezension dann bei Amazon oder eben auch bei anderen Portalen zu veröffentlichen. Und vielleicht noch 2, 3 Motivationssätze, warum Sie die richtige Person sind, um eine Rezension zu schreiben. Da freue ich mich sehr drauf. Dann genieße ich jetzt noch meinen Kaffee weiter und Sie schreiben mir hoffentlich eine E-Mail oder aber kaufen sich das Buch direkt, wenn Sie sagen, nee, ich will keine Rezension schreiben. Na dann einfach losgehen, Isabel Garcia und das Buch heißt Wie sage ich eigentlich? Ich liebe Kaffee am Morgen. Dumm. Gut reden kann jeder.